Ich starte jetzt schon mal wieder die nächste Aufnahme und sehe zu, dass ich die alle vielleicht mal hier weglocken kann oder so oder ausschalten. Der hat nicht drauf gehört. Hat gar nicht reagiert, der bei den ersten beiden. Nur der zählt, ne? Ja, ich mach aber ohne Timer dann. So, Kopfschusskiller. Ja. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das Ding locken. Los, so. Nochmal. Also ich muss das hier erstmal looten, ja? Es ist sinnlos, Reyes. Wundert mich, dass von denen aber keiner einen Schlüssel hatte. Von denen, die ich jetzt gekillt habe. Hier läuft eine komische Scheiße an. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. War nicht ganz so wie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Es hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben Sie auch? Er heißt... Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Ja! Okay, jetzt fängt sie an zu brennen. Wir sind langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Wir müssen einfach nur hier raus. Die andere Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Schön, dass wir uns das sehen. Okay, was jetzt? Nicht hier da lang, okay. Es ist da drüben festgemacht. So, nur mal so als Frage, für die, die es vielleicht wissen, so. Ja, der Lara ist ja immer noch da, genau. Aber für die, die es wissen, so, einfach mal als Frage. Gab es diese Insel Yamatai wirklich? Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Muss ich hier runter? Muss ich... Ah, okay. Yamatai heißt die Insel. Also mit Y. Ich bin schon dabei. Sieh mal, die Karte ist auf der anderen Seite. Okay,
Und so. Ja, das heißt, die Speed Skills haben sie doch schon ein bisschen ausgezahlt, sagen wir mal so. Yamatai war der erste schriftlich erwähnte Zusammenschluss von 32 Kuni, der war auf dem japanischen Archipel. Also gab es Yamatai wirklich. Also wenigstens gibt's Loot. Bei Japan irgendwo, glaube ich. Hashi, bist du denn eigentlich schon mittlerweile zu Hause oder bist du noch unterwegs? Alles klar, schau ich mir nachher an auf Discord. So, war hier nicht noch einer? Okay, Tagschicht. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus Emikos Grab. Was interessiert Matthias so daran? So, deine Nachricht habe ich jetzt gerade bekommen, Tashi. Schau mir definitiv nachher mal an. Hier brennt alles und die haben nichts besseres zu tun, als mich zu erschießen. Ich habe meine Waffen aber immer noch nicht wieder. Ich habe eine lustige Idee. Kann ihn hierher ziehen. Runter. Also runterziehen. Oder so. Auf 160 P sieht mein Oberteil aus wie ein Anzug. Jetzt von mir oder von Lara? Also alle, die das hier später dann auf YouTube sehen, so, wenn ihr mich im Anzug sehen wollt, einmal auf 160p stellen. Ah, da haben wir den. Lara, Whitman. Du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie,
Sie sehen mich nicht als Bedrohung, deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Waffe. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun Sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen. Von diesem Ort. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman! Whitman! Wo zur Hölle ist er? Na komm. Lauf, Lara, lauf! Pack sie! Zurück! Lauf! Zurück in den Thronsaal! Lara! Ah! Lauf weiter, Sam! Ich komm schon irgendwie raus! So, ich will die Shotgun. Ich will die wieder alle fliegen sehen. Und jetzt fängt hier alles an zu brennen. Super. Jo. Hier gab es noch einen irgendwo. Da hinten. Natürlich muss der alles anzünden hier. Wo ist der Sprengmeister? Autsch. Okay. Nein! Verdammt. Ah, okay, hier hat's gespeichert gehabt. Der Auserwählte ist entkommen, geht raus und findet sie! Ich war tot? Ist mir nicht aufgefallen. Drei von drei Teilen gefunden, Schrotflinte, perfekt. Erstmal hier alles einsammeln, was wir finden können.
beziehungsweise nachladen. Ah, keine gute Idee. Hätten wir auch nach oben gekonnt? Irgendwie? Das sieht nämlich so aus, als könnte man auch nach oben. Hier zum Beispiel. Oder auch doch nicht. Er hätte sein können. Aber hier muss jetzt erstmal eh alles brennen. Da lang. Diesen Weg Richtung. In die Stadt? Alles niederbrennen hier. Oh, der letzte ging in die Eier. Okay, dass das so schnell ging, Okay, nochmal, komm. Nein, zu früh. Ja, jetzt. Axt-Exekutionskiller, nice. Okay, wie komme ich hier weiter? Okay, den Stein kann er nicht kaputt machen. Okay, nochmal gestorben. Okay, irgendwer ist da, der mit Bomben wirft oder Granaten oder sowas. Wer ist wo? Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fertig, Mädchen. Das war aber nicht Mathias.
So, Granatwerfer haben wir freigeschaltet. Nice. So, kann ich jetzt noch mal was mitnehmen? Jetzt bin ich gestorben. Okay. Ist noch... Headshot funktioniert mit dem Ding nicht. Der lebt noch. So, ich hoffe, alle sind tot. Da haben wir einen Lagerplatz. So, Pumpgun. Waffe modifizieren, schützen, graben, Schrotflinte zu Pumpgun. Pumpgun gemeistert. Nice, okay. 1722 haben wir hier schon. So, dann machen wir hier einmal Brandmunition. Das gefällt mir schon mal. Dann haben wir hier ein ummantelter Schaft, der für weitere Stabilisierung beim Feuern sorgt. Oder Patronenmagazin. Erstmal mehr Muni. Und den hier. So. Pumpgun ist zu 78% fertig. Okay. Hier haben wir noch nichts Neues zum Upgraden, oder? Ne, hier ist nichts Neues bei. Hier auch nichts. Dann haben wir den wenigstens voll. Einmal alles nachladen. Gibt es noch mehr zum Looten, zum Sammeln? Nichts. Schade. So. Erstmal wieder Raucherhusten hier. Alles klar, Paschi, dann dir auch noch eine gute Nacht. Schlaf gut. Okay, das war noch nice. Kann es sein, dass da gleich noch welche kommen? Bleib weg von mir! Sie hat eine Waffe. Stoßen Sie wieder zu Sam. Okay. Erstmal einen Weg dahin finden. So. Okay, ich glaube, wir haben keine Wahl, außer die Waffe hier zu nutzen. Thank you.
hier noch jemanden? Da. Jetzt. So, erstmal alles mitnehmen. Yo, schreck mich nicht. Komme ich irgendwie anders hoch oder weiter? So, einmal alles mitnehmen wieder. Das waren die beiden, glaube ich. Da war noch einer. So. Okay, irgendwann hätte ich ein bisschen mal wieder Ruhe, was Gegner angeht. Okay, von da unten werden wahrscheinlich wieder welche kommen. So, einmal nachladen, wo es geht. Alles ist voll. Versucht, ah, hi, die Outsiderin ist da unten. Death Count. Death Counter wird bei mir wahrscheinlich bei dem Spiel eher weniger sein, weil ich das jetzt nicht 100% blind spiele, sagen wir mal so. Weil ich das einmal bei dir im Let's Play gesehen hatte, beziehungsweise Livestream. Und andererseits war ich da vor ein paar Jahren auf der Xbox mal gespielt hatte. Also blind ist das bei mir definitiv nicht. Zumindest die neueren Teile. Oh, und ich bisher noch nicht sehr oft gestorben bin. Bist du denn eigentlich gut nach Hause gekommen? Oder bist du denn schon zu Hause hier? An den da ran. Danke, Carsten. Danke, Carsten, dass du mir so viel Glück bringst. Ist das so? Ich hoffe. Okay, hier fängt alles an zu brennen. Wo sind die nächsten Gegner?
Die letzten 4 Stunden vom Homeoffice immer hindern. So, das ist besser als dann irgendwie dort. Ich hoffe, du kannst dann jetzt ein bisschen entspannen. Lara ist noch nicht auf... Doch, jetzt ist sie aufgestanden. Jetzt ist alles im Lot hier wieder. Also die Landung, das Abrollen müssen wir wirklich noch üben mit Lara. Okay, Ein Moment, dann muss ich hier eben was machen. In dem Fall. So. Ich lade das noch hoch auf YouTube. Da kommt ja noch auf YouTube. Das kommt dann quasi, sobald Outlast 2 das Let's Play auf YouTube quasi beendet ist. Sagen wir mal so. Und dann direkt quasi im Anschluss sozusagen ersetzt es quasi die Folge für Outlast 2. Lara! Lara, kletter rüber! Na los! Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! So. Ist alles überhaupt nachgeladen? Ich bin so erpicht darauf, immer wieder zu kontrollieren, ist alles nachgeladen hier. Der schon wieder. Robin! Und Henry, danke für den Raid. Einen Moment, ich bin gerade mitten in der Action. Oder wartet mal. Ich mach so. Dankeschön für den Raid. So, einen Moment. Ich gebe euch mal einen Shoutout. Wie war euer Stream? Was habt ihr gespielt? Was habt ihr gemacht? Dankeschön. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, vor allem auch mit so vielen, einmal mit 12 und einmal mit 27 Leuten. Einen Moment, ich muss auch noch die Aufnahme einmal pausieren. So. Cooldown von Time... nein, nicht Timeout, sondern Shoutout. Also da haben wir schon Helikopter. Also ihr seid auch genau rechtzeitig hier reingekommen, wo die Action hier losgeht. Zerstört die Brücke! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Jetzt habe ich kurz auf... Nein! Jetzt habe ich auf den Chat geachtet. Zu sehr auf den Chat geachtet, okay. So. So, komm.
Jetzt schaffen wir es aber. Ich bin gleich wieder bei euch. Ich muss jetzt eben hier die Action überstehen. Anstatt Shoutouts Time aus können wir auch einführen, ja. Habe ich kein Problem mit. So. Okay. Finde ich nice, dass wir hier mal wieder drauf gehen. So. Diesmal haben wir's. Genau, Stumi. Hallo zusammen, zack, Timeout. So geht das. So. Ah, okay. So, ich muss aufpassen, dass ich jetzt in der Zeit nicht zu viel auf dem Chat achte. Überall, wo Lara auftaucht, alles steht in Flammen. Ra! Wo bist du? Ich bin hier. Na los, spring! Du schaffst das! Achso, ich dachte, das ist jetzt eine Sterbeanimation. Weil ist doch schon weit hinher, wo ich das gespielt hatte. Gehen wir dann danke für den Lurk. Und dann ich werde mich auf jeden Fall Stuni, danke für den Follow. Ich werde wir müssen landen oder der Sturm bringt uns zum Absturz. Wir können nicht weg. Wir können sie nicht zurücklassen. Mitten im Tod reißen. Es geht los! So, auf jeden Fall Fenrir und Robin, ich sehe zu, dass ich bei Gelegenheit euch auch mal einen Raid da lasse. Lara! 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 Und tot. Na komm, Lara. Na komm schon, los! Da bist du. Da bist du. Na komm! Los, Lara! Da sind sie! Ja.
Dass er die Waffe nicht vorher gezogen hat. Du schaffst das. Du bist eine Croft. Also sorry, dass ich ein bisschen still bin, aber ich will auch oft hier lesen und verstehen, Nein. was sie sagen. Nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Alles klar, Robin. Hätte ich nicht sagen Dann sollen. Dann gute Nacht, schlaf es schön. Ist nur Ross. Und bis zum nächsten Was Mal. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan spielen, Ihr okay? versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Das ist aber auch interessant, dass Lara irgendwie die Einzige ist, die sich irgendwie um alles kümmert. Du weißt, wo wir sind. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier. Tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Ist ihr auch ganz schön früh aufgefallen. Im Kloster gibt es eine Ritualkammer. Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Okay, keiner ich mehr hätte reicht, mit ihm gehen sollen. So, hier, Lager! Taktische Pistole, neu ausgestattet. Ich nehme mich nicht zurück, Mädchen. Das hat
Roth gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. So, ich würde den Kartografen machen. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. So, Schalldämpfer. Und haben hier ergonomischer Griff. Eine Griffmodifikation mit Gummi verringert den Rückstoß. Oder Magazinschacht. Magazin ist leichter einzulegen, wodurch die Nachladezeit verringert. Komm, wir nehmen den. Dann haben wir das auch schon bald. So, 70% haben wir dafür schon. Den haben wir 100%, 64, 78 und 50%. Fehlt uns noch einiges. Und 7 von 10 Laras Tagebücher. So, einmal gucken. Alles nachgeladen, alles voll. Warte mal. Ach, Bergwald sind wir jetzt. Perfekt. Schauen wir mal, ob wir... Warte mal. Oh, Kappensammlung. Ein von 10 Pilze gesammelt. So, gibt's hier noch was? Da gibt's noch was. Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Hier in dem Bereich gibt es sonst nichts mehr. Da haben wir dann den nächsten Eingang, also nächsten Grab. Aber ich glaube, Pilze gibt es jetzt hier in dem Bereich nicht mehr. Da vorne wahrscheinlich wieder. Aber ich glaube, wir werden auch nicht schaffen, alle Pilze zu sammeln. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Sie könnten überall sein. Bist du sicher, dass sie hier sind? Redet er mit... Redet er mit mir oder mit den Wölfen? Was zur Hölle? Jetzt ernsthaft? Ich treffe den gar nicht? So, Kopfschuss. Wie viele Pfeile ich jetzt verbraten habe? Wenigstens gibt es hier nochmal welche. Und willkommen zurück, Kami. Okay, die haben hier einen Hirsch gerissen. Versuch mal von weiter oben alle abzuschießen. Wo habe ich einen gehört? Ist der hier? Ich höre hier jemanden, aber ich sehe den nicht. Ah, da. Da sehe ich Licht. So, da sind zwei. Mal
gucken. Ein Eindringling. Wie haben die mich gesehen jetzt? Die haben eine Leiche gefunden und wissen sofort, wo ich bin. Einfach Adleraugen, genau. Ist wirklich so. Nächsten. Apropos Karotten, ich habe auch voll Bock auf so einfach mal Karotten zu essen. Wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Aus dem Jahre 100? Okay, das finde ich auch interessant, dass hier schon. Da unten. So, komm. Da haben wir den nächsten. So. Alles klar, Hel. Dann dir noch eine gute Nacht. Schlaf schön. So. Und erhol dich auf jeden Fall. Dann sehen wir uns entweder morgen oder. Der ist aber auch gut. Dann sehen wir uns entweder morgen oder am Freitag bei dir. Und ich hoffe, du kannst wirklich mal ein bisschen Ruhe finden, ein bisschen. Also wirklich zur Ruhe kommen. So, ich sehe jetzt keinen mehr. Hier schießt auch keiner mehr. Das heißt, es sind wahrscheinlich nur noch Wölfe da. Haben wir die Wölfe? Jo. Okay, das wird doch ein bisschen heftiger mit denen. Den haben wir. Ah, da hinten gibt es auch noch wieder welche. Okay. Ich sehe die jetzt noch nicht. Doch, hier. So. Vielleicht doch lieber mit der Shotgun. Wenn ich wüsste, wo die sind. Noch ein Pilz. Da hinten. Da kommt schon Wolf. Erstmal ein Wolf hier mit einer Strohflinte zerlegen. War's das? Sind alle erledigt? So, Jagdhütte.
So, dann müssten wir jetzt hier den ergonomischen Griff uns leisten können. Dann haben wir hier nichts mehr Neues quasi, was wir hier machen können. So, geheimes Grab in der Nähe. Ist das hier wahrscheinlich? Heiligtum der Sturmwache. Okay, hier gibt es keinen neuen Tagebucheintrag. Keine Ahnung, wie schlau das so war, aber... Okay. Ich glaube... Ich glaube, das war mit der Fackel keine gute Idee. Warte mal, wenn ich die Dinger erstmal anzünde, dann habe ich vielleicht erstmal Licht. Alles anzünden. Ist doch auch eine gute Idee, oder nicht? Nee. Wir wollen natürlich die Welt brennen sehen. Ich würde nur gerne wissen, wo ich hin muss. Oh, warte mal. Lara? So. Auch nicht, hä? Okay, jetzt sehe ich, was die Dampf. Mehr Feuer, mehr Licht, Kabin. Jetzt sehe ich, was ich da machen muss. Ein bisschen zu dunkel. Es war halt nur ein bisschen sehr dunkel. Warte mal. Man muss auch mal den Kopf einschalten, damit man weiß, wo man hin muss. Da haben wir die Truhe. Grab das Heiligtum der Sturmwache gemeistert. Komm, wir springen einfach so runter. Ihr geht's gut.
Oh, wir können wieder ein Upgrade machen. Oder? Nee, wofür war dann die Benachrichtigung gerade rechts? So, Karte aktualisiert. Abdruckkarte. Wir haben hier einige Geocaches. Ich habe hier zwei Sachen vergessen. Ja, da müssen wir dann nochmal kurz zurück. Ja, super. Um die Sachen zu finden. Denn die Dinger sammle ich gerne ein, damit wir die vollständig haben. Nochmal ein bisschen extra Erfahrungspunkte. Und hier ist auch noch wieder was. Hier haben wir das erste irgendwo da, ein von fünf, und hier noch ein Dokument. Okay, wie wir das übersehen konnten, also ich zu übersehen konnte. Lara. Tut mir leid. Ich habe dich in diese Lage gebracht. Ich hatte deinem Vater was versprochen, als ich ihn zum letzten Mal lebend sah. Dass ich dich aus Schwierigkeiten raushalten würde. Und was mache ich? Ich bringe dich mitten rein. Und jetzt kümmerst du dich um mich. Weißt du, du bist genau wie dein Vater. Er war klüger, weiser und stärker als alle anderen, die ich kenne. Und er gab nie auf, wie schwierig es auch wurde. Ich mache mir Sorgen um dich. Aber ich weiß, wenn jemand diesen Ort überleben kann, dann Lara Croft. Was auch passiert. Du sollst wissen, dass ich dich geliebt habe wie die Tochter, die ich nie hatte. Ich bin stolz auf dich. Irgendwie süß von Roth. So, dann haben wir hier noch ein Dokument. Und drei Geocaches und ein Artefakt. Eine Reliquie, Entschuldigung. Kann man sprinten? Irgendwie? Also bis jetzt habe ich noch nichts gefunden zum Sprinten. Dass man schneller gehen kann. Vor allem ihr erstes Tanktop ist hier auch schon fast komplett hinüber. Alles schon komplett durchgerissen. Immerhin das Weiße ist, was sie drunter trägt, das Tanktop, ist immer noch heile. Ich würde dir gerne eine Jacke geben oder so, was irgendwie was. Oh, da oben war was. Was ist das? Ein Pilz. Nice, das hat gefunzt. So. Das nehmen wir mit. Da unten sehe ich noch einen Pilz. Und noch ein gerissener Hirsch.
Okay, da oben. Also wie kommen wir da hoch? Und da unten ist auch noch eins. Hoch? Ja, perfekt. Und? Ja. Nice. Okay, wie kommen wir da hin? Da haben wir ja schon die Reliquie. So, wir müssen auf die Plattform. Da kommen wir damit. Okay. Ich habe einen Plan. So. Hier ist relativ modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Die goldene Karpfengravur sollte einen Kontrast zu der schwarzen Lackierung bilden. Blutflecken. Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt. Vor kurzem benutzt, okay. So. Okay, perfekt, Lara. So, dann gehen wir jetzt noch einmal in die Hütte. Hier ist auch noch. Hier ein Dokument. Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten. Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. So. Gibt's hier... Jo, Muni. Perfekt. So, wir haben aber auch schon... Warte mal. Okay, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Da habe ich eine Sache vergessen. Wir haben wieder ein Level up. Das heißt, wir können jetzt noch mal irgendwas killen. So, Überlebenskunst könnten wir machen, Bogenexperte, hier Ausweichkillmeister, würde ich vielleicht mal erstmal machen. Weichen Sie mit B aus und drücken Sie Y, sobald der Ring das Tastensymbol erreicht, um nahezu jeden Feind zu töten. So, dann fehlt uns nur das hier, also 1... 2, 3, 4, 5. 6, sechsmal müssten wir noch aufsteigen. So, und in dem Bereich haben wir erstmal alles durch. Außer halt das mit den... Wie viele sind denn das jetzt? Was immer sie da oben tun, ist echt üble Scheiße. Ich gehe nicht mehr hin. Selbst wenn Vater mit da ist, ist es viel. Verdammt. Ich brauche Hilfe!
Kommen auf einmal zwei Wölfe. Oh, da ging jetzt zweimal in die Eier, der Schuss. Haben wir noch einen Pilz? Käfige, Wölfe, wie die im Wald, werden die hier gezüchtet? Ich erlöse die mal. Armen Wölfe, aber besser ich erlöse die an. Apropos. Ja, die kann ich eh nicht mehr looten, aber. Haben wir hier? Ah, hier ist ein Geocache. Cash. 5 von 5 haben wir gefunden. Nice. Okay, gehen wir mal dahin weiter. Mal gucken, wo das hinführt. Apropos, haben wir. Okay, wir haben bereits hier in dem. Abgesehen von den Rotkappen, also von den Pilzen, haben wir alles gesammelt, alles gefunden. Die sind dahin gegangen, ne? Dann gehe ich mal erstmal in die Richtung, gucke, wo das hinführt. Sensor, wohin führt denn das? In den Tod gehe ich mal von aus. Okay, zurück in der Barackenstadt. Nice. Noch einen Weg? Zur Ruhe gebettet. Okay. Ach, nach da unten hin muss ich. Okay. Bist du da, Lara? Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf.
So, ich gehe mal von aus, dass wir dahin müssen. Ja. So. Muni! Können wir nicht mitnehmen. Perfekt. Okay, da können wir nicht drauf. Aber auf den da wahrscheinlich. Aktuelle Position, Transportgondel. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren. Aber dann gehe ich landeinwärts. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Okay, was kommt denn jetzt noch auf uns zu? Natürlich. Wir haben einfach mal so einen Pfeil. Genauso wie hier durch Stahl geschossen. Und da durch Stahl reingehauen. Also Lara, die hat schon eine ordentliche Kraft, das muss man sagen. Da bin ich auch schon ein bisschen neidisch. Wenn die so einen Holzpfeil einfach mal durch so Stahl durchhauen kann. So. Es ist zu ruhig. Natürlich. Da oben ist einer. Zwei. Kann es sein, dass das Schiff hier immer mehr einstürzt? Ich höre hinter mir noch welche. Alter, geil. Einfach so zerfetzt. Oh nein. Wenigstens fliegt er weg.
Komm, schnell. Nein! Mist. Okay, schaffen wir gleich. Geil. Ich glaube, ich müsste doch einen Death Counter hier reinmachen. Nein, ich darf das Auto wieder von vorne. Ah, nein, auch zu früh. Okay, noch einmal. Diesmal schaffe ich es. Unten ankommen. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ja, mit Sicherheit. Geschafft. Wo sind sie jetzt? Wahrscheinlich da vorne, wo das Lagerfeuer ist. So, ich würde aber das da eben noch mitnehmen, bevor ich zum Lagerfeuer gehe. Zwei von drei Teilen gefunden, Gewehr. Perfekt. Da sind sie schon. Ich sehe Jona. Hey, meine Süße. Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jona, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilft auch Jona da drüben. Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. So. Hat's gespeichert? Ich würde gern das Geschütz. Ich hoffe, es hat gespeichert. Okay. Also dann würde ich eigentlich für heute Ende machen wollen.